Herzlich willkommen zu Tag 22 der Reise eines Redners. Heute geht es um das Thema Leichtigkeit und wie du mehr Leichtigkeit in deinen Alltag integrieren kannst. Ich merke das aktuell bei mir, wenn ich die Videos aufnehme und mich damit befasse, was ich damit auch auf YouTube machen kann, auf Instagram und so weiter und so fort. Dass es doch in gewisser Weise auch ja, natürlich Arbeit ist, sich darum zu kümmern und ja, etwas noch weiter zu verwerten. Und im Kern geht es mir um das Reden und das Einsprechen der Worte. Und gleichzeitig habe ich eben auch noch weitere Dinge, die da dranhängen. Und ich habe heute gemerkt, dass ich wirklich in mich hineinhören darf, um zu gucken, ja, was fühlt sich gerade für mich richtig an. Und Achtung, ja, hier wirst du schon wieder so perfektionistisch und willst irgendwie alles auf einmal direkt machen. Und vielleicht kennst du das auch bei dir in deinem Leben, dass es so Momente gibt, du hast etwas, was dir eigentlich Spaß macht und du legst los und bist total motiviert und gleichzeitig gibt es immer das eine und das nächste und immer weiter, wo du denkst, ja, das könnte ich doch auch noch machen. Und irgendwann merkst du, du bist so wieder im Hamsterrad, obwohl du eigentlich eine Sache machst, für die du von innen wirklich von Herzen brennst. Und ja, statt auszubrennen, um dem Auszubrennen entgegenzuwirken, möchte ich dir heute drei Tipps mitgeben, was du tun kannst, um mehr Leichtigkeit wieder in dein Leben zu spüren. Und ja, möchte dich auf die Reise mitnehmen, was mir aktuell auch hilft, mehr Leichtigkeit im Alltag zu spüren. Der erste Punkt ist, das Ganze spielerisch zu nehmen. Ja, also ich heute Morgen auch so gemerkt habe beim Video-Upload irgendwie, es funktioniert nicht, irgendwie ein Rendering-Fehler und ja, erstmal gegoogelt, was bedeutet denn das Ganze? Und ja, eigentlich wollte ich nur schnell das Video hochladen und ja, saß dann im Endeffekt noch eine Stunde extra dran, bis ich das rausgefunden hatte, woran es liegt und dann mich irgendwie da reingearbeitet hatte und das dann letztendlich behoben habe. Und in dem Prozess habe ich wieder gemerkt, Friedrich, was ist eigentlich gerade das Thema? Oder ist es wirklich jetzt so schlimm, das Ganze, dass du dir jetzt da einen Kopf machst? Oder nimm das Ganze doch spielerisch. Es gibt auf jeden Fall eine Lösung. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, in dem ich so innegehalten habe und einfach nochmal mich reflektiert habe, was ich da gerade tue, dass es eigentlich gar nicht so wild ist und ich einfach ja, das Ganze spielerisch nehmen darf und mich darauf zu besinnen, worum es eigentlich geht. Es muss nicht perfekt sein, ja? Diese Videos sind mit dem Handy aufgenommen. Es gibt viel, viel bessere Kameras und ich kann auch noch ein Mikro anstecken, was auch immer. Kommt vielleicht alles noch, ja, wer weiß. Aber letztendlich ist es ein Spiel, das auch ja, von Herzen gespielt wird und letztendlich mir zur Freude dienen soll. Und vielleicht kannst du das auch für dich in deinem Leben irgendwie nachfühlen, dass wenn du etwas wirklich willst und da hinterher bist, dass da auch ein Fortschritt passiert und sich was tut, dass du bei aller Leistung, die du auch bringen möchtest, doch irgendwie die Leichtigkeit behältst und das Ganze spielerisch nimmst. Der zweite Punkt für mehr Leichtigkeit ist für mich auch einfach mal Kind sein, albern sein, ja, Spaß haben, gemeinsam lachen. Ja, als wir heute Mittag das Mittagessen zubereitet haben, Gemüse geschnitten haben, war das irgendwie total schön, auch einen lockeren Spruch auf den Lippen haben oder sich gegenseitig irgendwie so ein bisschen aufzuziehen oder zum Lachen zu bringen. Und ja, dieses Lachen von Herzen, Lachen ist so wertvoll. Oder auch, was wir hier machen, einfach mal Musik an und tanzen. Einfach ganz wild den Körper spüren, wieder ins Gefühl zu gehen, raus aus dem Kopf,
rein in den Körper, ja. Wenn ich merke, boah, jetzt ist gerade wieder total verkopft, einfach mal raus aus dem Kopf, rein ins Gefühl, über das Tanzen, über das Albernsein, über das Lachen und so einfach wieder, ja, Kind sein, was für das innere Kind tun. Der dritte Punkt ist, deine Intuition zu hören, deiner Intuition, dem Bauchgefühl zu folgen. Und für mich hat sich dadurch so unheimlich viel Leichtigkeit in meinem Leben ja, bewegt, weil ich gemerkt habe, ja, ich muss nicht immer alles durchdenken, mir den Kopf zerbrechen, was sind jetzt die Vorteile, was sind die Nachteile. Klar, es gibt Entscheidungen, die erfordern gewisse, ja, Gedankengänge und Überlegungen, um den Schritt letztendlich zu tun. Aber es muss nicht immer alles so kompliziert sein. Und meistens ist es die Intuition, die schon viel früher die richtige Antwort weiß. Und der Kopf versucht irgendwann später dann das Ganze logisch zu verargumentieren. Ja? Aber die Intuition ist eigentlich deine ureigenste Weisheit. Und gerade wenn du irgendwie merkst, boah, ich tue mich gerade richtig schwer, da jetzt eine Entscheidung zu fällen, tue ich dies, tue ich das oder sollte ich nicht oder das tun oder jenes tun. Intuition macht es häufig so viel leichter. Und ja, das waren meine drei Punkte für mehr Leichtigkeit in meinem Alltag aktuell. Nochmal zusammengefasst, der erste Punkt: das Leben spielerisch nehmen, ja, nicht alles ernst nehmen und muss nicht alles perfekt sein, sondern einfach mal machen und Spaß dabei haben. Geht eng einher damit mit dem zweiten Punkt: Kind sein, albern sein, lachen, tanzen, irgendetwas tun und raus aus dem Kopf zu tun, raus aus dem Kopf zu kommen, dem Leistungsgedanken und dem Gedanken performen zu müssen, sondern einfach auch mal Kind sein. Und der dritte Punkt, Intuition. Der Intuition folgen und dem Bauchgefühl wieder Bedeutung zu schenken. Das waren meine drei Punkte für mehr Leichtigkeit im Leben. Ich hoffe, du hast wieder etwas für dich und deinen Alltag mitnehmen können. Und ich wünsche dir noch einen wunderbaren, genialen Tag und alles Liebe, dein Friedrich.